Ach, guck mal, wie schön. Oh, ist das schön. Das ist eine Überraschung, meine Damen und Herren. Man kann sich heutzutage auf nichts mehr verlassen, nicht mal auf die Klassiker. Wir sehen nun eine lang erwartete und völlig neue Fassung von Schneewittchen, ihr Lieben. Und die Überraschung, Hennes, nein, du bist kein Zwerg. Ach, du bist der Regisseur vom Ganzen. Hab ich mein ganzes Leben drauf gearbeitet. Der Zwerg ist Tete. Das liegt ja sehr nah. Du bist der Zwerg, auch ich bin übrigens ein Zwerg. Wir sind sieben Zwerge sozusagen. Okay. Oliver, ich weiß, wie sehr du es liebst, die ein oder andere schöne Perücke zu tragen. Für die ein oder andere Improvisation auch. Heute ist es wieder soweit, du bist die böse Stiefmutter. Natürlich. Und kommst, glaube ich, mit einem Apfel oder mit einem Gürtel oder mit einem Kamm oder so. Irgendwas Vergiftetem auf jeden Fall vorbei. Und ein Schneewittchen bleibt uns noch. Mit Haar so schwarz wie Ebenholz. Ja. Das wärst dann du, liebe Mirja. Und ich würde sagen, hi ho, hi ho. Wir sind nun einmal so. Ziehen wir einfach mal in unser kleines... Blank. Wir ziehen den Bergberg und ihr zieht sonst wohin und wir übergeben einfach mal an Hennes. Ja, alles klar. Okay. Das ist ja toll. Sind das wenigstens echte Äpfel? Ach, Jungs, Mädels, steht die Bühne? Ja, Kameras, Licht, alles eingerichtet? Okay, alles klar. Wir drehen jetzt die Szene Schneewittchen allein zu Haus. Und ich würde sagen, zuerst tritt Schneewittchen auf, dann kommt die böse Stiefmutter, verkleidet als Apfelverkäuferin und überredet Schneewittchen. Hört mir irgendjemand zu hier? Hallo? Was? Wie, in welcher Reihenfolge müssen wir denn überhaupt? Zuerst Schneewittchen natürlich, dann die böse Stiefmutter verkleidet und dann kommen die beiden Zwerge. Hey ho, hey ho. Kommen wir auf dein Kommando? Was mache ich? Auf mein Kommando. Okay. Ich sehe aus wie Elisabeth Volkmann, oder? Oh, so ein bisschen, ja. Müssen wir mal eine Schleife machen hier? Licht, Kamera, Ton, Action! Ach, musst du mit dem Spiel? Jetzt bin ich gespannt. Oh, immer muss ich putzen. Oh! Ach, ist das schwere Arbeit. Ich lasse ihn kann schon gar nicht mehr. So. Hoffentlich kommt gleich jemand. Mach du mal noch ein halbes Stündchen oder so. Hier. Ding dong, palim palim. Bin ich hier richtig bei den sieben Zwergen? Ja, kommen Sie rein in mein kleines Gebirge. Ich frage nur, weil hier an der, Tür Maffei steht. Deswegen dachte ich, ich frage nochmal nach. Ich komme von den Zeugen Jehovas. Und wollte mit Ihnen über Obst sprechen. Ich kenne kein Obst. Haben Sie schon mal über den Erwerb eines Apfels nachgedacht, gnädige Frau? Sind Sie nicht auch die Frau, die mir diesen engen Gürtel und diesen blöden Kamm verkauft haben? Nein, die hatte eine ganz andere Perücke auf, die Frau, die das verkauft hat. Da habe ich mich wohl vertan. Wussten Sie, dass ein Apfel mehr Vitamin C enthält als 10 Flaschen Cola zum Beispiel? Zum Beispiel. Nein. Folgender Vorschlag, ich lasse Ihnen den unverbindlich hier. Sie müssen den jetzt noch nicht kaufen, Sie werden noch nicht Mitglied in einem Apfelclub. Sie probieren nachher ein kleines Stückchen, wenn ich um die Ecke bin. Und wenn es Ihnen gefällt, können Sie den morgen kaufen. Ich will Sie nicht unter Druck setzen. Mir wäre es ein bisschen wohler, wenn Sie auch mal kurz könnten. Mir wäre es am wohlsten, wenn wir die Perücken tauschen könnten. Ja. Aber leider ist das Leben kein Wunschkonzert. Einfach mal unverbindlich reinbeißen. Wäre sehr, sehr gut. Bis die Tage! Oh. Gott, ist die blöd. Alle durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir sind alle da. Na, Gott sei Dank. Wo ist ein Schneewittchen? Das sieht hier ja wieder aus. Ja, nein, gar nicht so ordentlich wie sonst. Ich kann sie in unserem Gebirge gar nicht entdecken. Schneewittchen! Schneewittchen! Wir hätten Hunger, nicht wahr? Ja, ja. Au! Ach du Scheiß! Au! Au! Die hat einen Apfel auf dem Boden liegen lassen!
So was Faules. Schneewittchen! Ey! Ja. Sie bewegt. Ich glaube, die hat sich verschluckt. Stopp, das ist alles. Das ist mir alles viel zu einfach, was ihr hier macht. Das ist ja alles. Komm mal, Olli, komm mal her. Was war das denn hier? Das ist mir viel zu brav. Wir machen doch kein Kinderfernsehen hier. Was denkt ihr, was wir hier machen? Wir müssen mal so ein bisschen auch an die erwachsenen Zuschauer. Denkt doch mal so ein bisschen an Familienkrieg, an Mafia. Denkt doch mal an Mafia. Der Pate, Goodfellas, Scorsese, die Coppola. Macht das doch mal. Macht doch mal so als okay. Bitte was? Der was? Der Papst. Der Papst. Und die Stimme, Dirk. Super. Immer so sprechen. Okay. Ja, wunderbar. Alles klar. Also. Ich dachte, das wäre Klaus Kinski, was du machst. Ja. Also. Okay, alles klar. Organisiert das Verbrechen. Okay. Das Ganze jetzt nochmal als Mafia-Film. Okay. Licht, Kamera, Ton, Action. Action! Ding Dong! Kommen Sie rein. Bitte knallen Sie mich heute nicht ab. Du hast mich nie um einen Gefallen gebeten. Du hast ja ein sehr schönes Gebirge hier. Sowas brennt ganz schnell mal ab, wenn du verstehst, was ich meine. Sie haben einen Apfel im Mund. Ja, das ist ein dramaturgisches Stilmittel, du blöde Kuh. Ma che cos'è, che vuoi, che cosa? Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Ich höre. Du isst diese vergiftete Apfel und deine Zwerge passiert nichts. Wie schnell hat man sich auf einen Zwerg draufgesessen? Knackst ist sie kaputt. Jetzt geht's mir besser. Na los. Beiß einmal kurz rein und du schläfst mit Luca Brasi bei die Fische. Mir bleibt keine andere Wahl. Nein, es ist ein sehr kurzer Film. Ciao. Lass mich doch mal in Ruhe umfallen. Ja, hast du recht, das war mein Fehler. Ist eine viel bessere Methode als Beton an die Füße, muss ich mir merken. Zwei kleine Italiener, die fahren zu Napoli. Ja! Nimm mal wieder auf. Olli, komm mal her. Okay, wir müssen das ganze Ding verkaufen. Wir müssen mal so ein bisschen wirtschaftlicher denken. Kommerzieller, ich habe gerade die Nachricht bekommen, der ganze Film wird gesponsert von einem großen Augenoptik-Center hier in Köln. Das Ganze spielt jetzt also blind, ja? Kurzsichtig. Was? Sag mal kurzsichtig. Die ganze Szene nochmal, kurzsichtig, okay? Ja, wir müssen das verkaufen, okay? Kurzsichtig, verstehst du? Kurzsichtig, Katze, verstehst du das? Ja, ja, gehst du auf dein Blatt? Ja, mach ich doch. Okay, Kamera, Licht, Action! Ding Dong! Hier ist es aber. Kommen Sie doch rein! Ah, hallo, Sie müssen Schneewittchen sein. Das freut mich sehr. Hallo. Komm. Ich habe Ihnen einen leckeren Apfel mitgebracht. Hier, der ist für Sie. Nehmen Sie den doch auch noch. Lala, wir sind schon da. Aiho. Lala, lala, lala. Ist hier niemand zu Hause? Hallo? Hier ist ja ganz schön was los heute. Schneewittchen? Bist du das? Seit ich Äpfel esse, sind meine Brüste so straff. Apropos Brüste. Was ist jetzt mit dem Apfel? Ach so, ich habe leider nur noch welche aus Wachs, aber die sind auch sehr lecker. Mensch, Kollege, du bist aber gewachsen. Aus, 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 aus.
Say goodbye. Ja. Da war schon viel Schönes dabei. Ich weiß nicht was, aber da war schon einiges dabei. So, wir gehen mal wieder ganz auf Anfang, okay? Denkt an die Story, ja? Nur denkt jetzt mal ein bisschen Lokalkolorit dabei, ja? Ja. Wir sind ja hier in Köln, ne? Also, wir spielen das Ganze jetzt ein letztes Mal als Karnevalsfassung. Oh, okay? Die Kostüme kommen ja schon mal hin, ja? Ja. Okay? Ne? Also, denkt was ein bisschen denn für Kostüme? Ich weiß nicht. Ja. Alles klar? Karneval? Ja. Kamera, Licht, Action! Ich fege hier das ganze Jahr! Es wird nicht sauber, das ist klar! Ding Dong! Warum es reinlasse? Hello, du Sau, sagt man in Düsseldorf. Mein Spiegel sagt, sie wären sehr schön, das wollte ich doch mal selber sehen. Den ganzen Weg bin ich geritten für einen Blick auf deine Schuhe. Drum isst den Apfel, dumme Sau, dann bin ich die schönste Frau. Und alle! Die Hexe zieht und weiter, mein Wittchen ist tot. Tage später. Kamelle! Ich schlafe ein bisschen. Ein Mordswerk zu sein. Zwergekütten! Schöne Stadt! Ja. Sollen wir durchzählen? Eins! Zwei! Drei! Vier! Fünf! Sechs! Sieben! Acht! Na, acht? Und jetzt muss das dämliche Schneewittchen! Ich glaube, die ist tot. Das Funkenmariechen ist tot! Soll man